So, hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind hier stehen geblieben bei NXT. Wir sind hier in New Orleans. Und ja, wir sind hier bei NXT stehen geblieben. Heute mal ohne wieder Kommentatoren, weil zu wenig Zeit und so. Und ja, ich kann nichts dafür. Ich muss jetzt einfach die Matchcard nehmen, die mir so vorgeschlagen wurde von mir oder was wird. Und deswegen, ja. Mal sehen, wer hier das erste Match gewinnen wird. Ob es Loki ist oder ob es Youngblood ist. Wir werden es sehen. Loki gegen Youngblood. Und ja. Generell habe ich heute sehr wenig Zeit, deswegen ist es eine sehr kurze Folge, sagen wir es mal so. Man kann so mit 30 Minuten oder unter 30 Minuten rechnen. Ich gehe mal von 30 Minuten aus. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich die Matches länger gestalten kann, aber im Moment ist halt zu wenig Zeit. Und ich würde einfach sagen, here we go, Loki gegen Youngblood. Und Youngblood holt hier erstmal auf Loki ein. This one should be amazing, Michael. Mal sehen, wie dieses Match gewinnen wird. Vielleicht gewinnt ja Loki, weil er so schnell ist. Alles ist möglich. Und ja. Oh. Einfach mal den Gegner umgehaut. Ja. Hab ich da wirklich umgehaut gesagt? Egal, German Suplex gegen Youngblood. Es kann wirklich hier sein, dass Youngblood dieses Match verliert. Es ist möglich, muss aber nicht sein. So, jetzt erstmal ein Gutkick und Irish Whip. Nein, Konter von Loki. Ja, da haut er erstmal seinen ganzen Körper gegen Youngblood ein. So, nein, Konter von Youngblood und jetzt ein German Suplex. Schön gemacht. So muss man es machen. Und was macht Youngblood jetzt? Er covert Loki. Oh nein, noch niemals bis eins. Und, ah, schöner Konter von Loki. Und das Cover jetzt. Nein, Rope Break. Und, nee. So, jetzt. Zack, Belly to Belly. Schön gemacht. Und jetzt haut ihr hier weiter auf Loki ein. Naja, der Youngblood, der haut einfach auf Loki ein, der Arme. Und jetzt. Nein, Backbreaker gekontert. Von Loki. Das ist Cover. One. Nein. Minus 1. Oh, schöner Kick hier von Loki. Und jetzt Springboard Dropkick. Und jetzt Loki. Ansatz zur Powerbomb. Nein. DDT. Schön gemacht von Youngblood, so muss man's machen. Und jetzt Loki, no! Kickrusher! Kickrusher! Das kann's gewesen sein. Das Cover, 1, 2, 3. Und Loki besiegt Youngblood. Loki besiegt Youngblood. In einem schnellen ersten Match. Ich sagte schon, dass diese Show heute nicht lange gehen wird. Habe ich angekündigt. Wird auch sicher so sein. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Bis gleich.
So, Leute, und willkommen zum zweiten Match. Ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen. René käme jetzt hier raus und würde ein Open Challenge hier starten. Ich kann es jetzt hier mal so nicht demonstrieren, weil mir die Zeit dafür fehlt. Und wenn ich es später machen würde, dann würde diese Folge zu spät kommen und das will ich auch schon wieder nicht. Deswegen stellt euch das einfach vor, dass René jetzt einfach eine Open Challenge machen würde. Und mal sehen, wer hier sein Gegner sein wird. Und es ist The Miz. The Miz kommt ja einfach mal raus und nimmt seine Challenge hier an. Wir sehen also im zweiten Match The Miz gegen DJ Deadman. Okay. Mike The Miz. Und ja, heute steht man nicht der FCW Tiddies Title aufs Spiel, weil der aberkannt werden soll. Die Divas Division, die, ja, die bekommt mal mehr oder weniger irgendwann mal wieder ein Match. Aber es ist jetzt so geplant, dass wir ein Titel für die Superstars reinbringen, so was wie der Hardcore-Title, nur wie der FCW Tiddies-Title, also so ein Internet-Title. Vielleicht nehmen wir den von Zack Ryder oder wir machen uns einen selber. Halt so ein Internet-Title, der jeder Show bei den Männern verteidigt wird. Weil da hätte wirklich jeder eine Chance. Das ist wirklich sehr gut. Und jetzt erstmal ein Spear hier von DJ Deadman. Noch ein Spear. Und ja. Das wäre so meine Idee gewesen. Dann hätten auch Newcomer die Chance, einfach mal Champion zu werden. Out of nowhere. Die Matches würde ich dann auch selbst nicht spielen. Die würde ich dann einfach zeigen. Spear schon wieder. Also wie ich es beim ersten Match gemacht habe. So, und jetzt erstmal zack. Suplex. Hero Suplex. Und Back Body Drop. Nein. Konter. Und German Suplex. Ja, wir haben ja gesehen, dass 3Count in der letzten Woche zu uns gekommen ist. Jetzt ist aber noch die Frage, wer ist im Team FCW, wer ist im Team wer war nochmal das Gegnerteam? Beatdown Clan, so hieß das. So, erstmal das Cavalier 1, 2. Na, nee. Kickout von The Miz. Mike The Miz. So, Belly to Belly, schön gemacht. Nein. Und zack, nein. So, schöner Konter. Und Weaver, Suplex, schön gemacht. Schön gemacht. The damage has definitely been done. So, nee. Now it may just be a matter of time. Und Konter von René. How wise is The Miz? Clothesline von The Miz. Und jetzt Schlag, Kick und The Miz geht hier erstmal auf, sehr gut auf René. Und jetzt erstmal ein Neckbreaker. Nein. Konter von René und Clothesline schon wieder. Bam, Neckbreaker, schön abgefangen von René. Schön, wie er ihn abgefangen hat. Und Spear. Und jetzt René. René, bam! Fuck you, Miz. Damit wollte ich jetzt einfach ein Match beenden. Was?
So, und jetzt Clothesline. Und es kann losgehen. Zack. Und jetzt der Spinebuster. Und jetzt Ansatz zum Piledriver. Und René will's beenden. Mit der guten alten Powerbomb. Nein, DDT! DDT von The Miz. Und The Miz will's beenden. Mit dem Skull-Crushing Finale. Und jetzt One. Nein. Kick out. Und Max lenkt den Referee ab. So. Oh, oh, Schoolboy. Nein. Beim Rope Break. So, Spear. Schön gemacht. Und jetzt. Zack, haut er sein Schädel hier auf den Boden, auf die Matte. Und jetzt René zur zweiten Powerbomb. Und jetzt einfach das Cover hinterher. 1, 2, 3. Und René gewinnt dieses Match gegen The Miz. Und mal sehen, wer beim Pay-Per-View Champion wird. Ich werde jetzt einfach in den nächsten 2 Wochen ein Turnier starten. Mal sehen, wer es gewinnen wird. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Match wieder. Ach ja, und das erste Turniermatch sehen wir später. Deswegen, ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe es jetzt einfach so geregelt, dass wir am Freitag dann das Qualifying-Match für den sozusagen Internet-Title haben. Denn wir werden es so machen, wir haben ja noch ein paar Wochen bis zur Survivor Series. Dann machen wir es so nächste Woche ein Match. Dann die darauf die Woche ein Match, dann nochmal vor Survivor Series das Final Match, oder wir werden halt zwei machen, keine Ahnung, wir werden gucken, wie wir es machen werden. Auf jeden Fall sehen wir jetzt Sibbe hier, der erstmal im Ring ist, und gegen wen wird er antreten? Gegen Sibbe gegen Mark Goldman. Mal sehen, wie dieses Match hier ausgehen wird. Ob Sibbe gewinnen kann oder ob Mark Goldman hier gewinnt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Naja. So, und here we go. Und erstmal Knee Drop to the face, wie es sein muss, und die rechte Double Footstorm. Sibbe legt hier erstmal richtig los. Hat ja Tom Tiger besiegt, hat glaube Joshua auch besiegt. Er hat auf jeden Fall Tom Tiger besiegt, das weiß ich. So, und jetzt zack, Stunner. Ja, Sibbe ist hier langsam im Fahrt hier in der SCW, also bei ihm läuft. Die siegt hier erstmal Tom Tiger, bis kein anderer SCW Original geschafft hat. Und jetzt erstmal ein Irish Whip. Nein, Konter. Nein, der Dropkick, der wurde abgeblockt. Und Belly to Belly. Schön gemacht. Elbow. Und zack, Knee to the face. Und er verspottet sie wie den Mark Goldman.
Nee, Konter von Sibbe. Wieder einmal. Und jetzt Sibbe, nein. Konter von Mark Goldman. Nee, die rechte wird von Mark Goldman gekontert. Also Mark Goldman hat die rechte von Sibbe gekontert, so. So, und jetzt, nein. Ah, Mann. Jetzt Inverted Frankensteiner. Sibbe muss natürlich auf Mark Goldman aufpassen. Denn ihn zu besiegen ist auch ziemlich schwer, aber wer schon einen Tom Tiger besiegen kann, er kann allein Mark Goldman vielleicht besiegen. So, jetzt. Oh, oh. Ah, das Stinger Splash. Nein, und Knee to the Face. Ja. Dropkick und... Oh, Superkick! Superkick hier von Sibbe. Und Sibbe wird einfach weggekickt. Von Mark Goldman. Und nee, Konter von Sibbe. Und da springt er einfach mal drauf. Nach draußen. Jetzt haut hier einfach mal Goldman auf Sibbe ein. Der Ref ist bei 2. Und erstmal wieder ab in den Ring. Bei 3. Neckbreaker, ja. Mark Goldman, er war schon in diese Position. Da musste es einfach Sibbe ausnutzen. Und jetzt Spinning Backfist! Ja, ja. So, Konter von Mark Goldman. Stunner, oder einfach nur ein Slingshot. So, was macht hier Mark Goldman? Räumt hier erstmal den Ansagetisch auf. So, jetzt geht's hier erstmal ab in die Seile. Und jetzt Sibbe hebt ihn auf. Bullet Elbow! Der Bullet Elbow, das kann man 1, 2, 3 und Sibbe gewinnt. Sibbe gewinnt, Sibbe besiegt Mark Goldman. Hier in diesem Match. Was soll ich dazu sagen? Sibbe gewinnt. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Match wieder. Bis gleich. Ja, so, wir kommen zurück. Wir sind hier stehen geblieben beim Co-Main Event. Wir sehen hier unsere NXT Tag Team Champions Bad Influence. Und wir werden ein Tag Team Match sehen. Mal sehen, wer dieses Tag Team Match gewinnen wird. Bad Influence oder die Gegner. Mal sehen. Ich hab schon auf. Sehr geil. So. Bad Influence gegen wen auch immer. Wir sind gespannt. Gegen No Way. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. 3MB kommt hier wirklich zum Ring. Willst du mich verarschen? Ich glaub dir ja nicht. Nein. Willst mich doch jetzt wirklich verarschen? 3MB kommt hier zum Ring und darf einfach mal gegen die Tag Team Champions antreten. So, und here we go. Kazarian gegen Drew McIntyre als erstes im Ring. So, nee, Konter von Drew McIntyre und jetzt Flapjack von Kazarian. So, ab in die Seile und Flapjack. So, jetzt erstmal ein Submission Move. Submission Move.
So, German Suplex von Drew McIntyre. Und ab in die Ecke von Bad Influence. Und 3MB räumt hier erstmal auf. So, Neckbreaker, nein. So, German Suplex. Schön gemacht. Nein. So. Ja, sehr gut. Haut euch selbst um, ihr Idioten. Ja, und das Bein von Drew McIntyre tut ein bisschen weh. Drew McIntyre ist jetzt einfach mal Brian Kendrick. So, jetzt kickt er ihn erstmal weg. Ja, ja, Drew McIntyre verspottet hier seinen Gegner. In diesem Fall Christopher Daniels. Der schon ein bisschen älter ist, muss man ja sagen. Aber trotzdem noch sehr gut im Ring ist. So, Armdrag. So, jetzt Belly to Belly. Schön gemacht. Nein, German Suplex. Und jetzt Bam! Haut ihn zu Boden. Und jetzt der Elektro geht daneben. So, jetzt. Und jetzt Ansatz zum... Na, kein Future Shock DDT. Es gibt den Samoan Drop. Was macht Christopher Daniels? Oh, Christopher Daniels. Christopher Daniels. Oh, da gibt's einfach mal den Boot und jetzt. Da ist einfach mal Heath Slater abgelenkt. Das Cover. One, two. Oh, und er kickt nochmal aus. Drew McIntyre kickt da nochmal aus. Und dann geht einfach mal Heath Slater aus. Christopher Daniels. And the taunting continues. Ralph Spine von Christopher Daniels und jetzt der Irish Whip. Wow, einfach nur. Und jetzt. One, nein. Nur bis eins. Und jetzt der Cobra Clutch. Was bringt es dir, wenn ich aufgeben müsste? Und jetzt der Camel Clutch, der Camel Clutch. Nein, er muss nicht aufgeben. So, jetzt geht hier erstmal Drew McIntyre auf Kazarian. Jetzt hier. Zack. Elbow, nein. One. Oh, nur bis eins, nur bis eins. Jetzt erstmal ein German Suplex. So, was macht hier Drew McIntyre jetzt? Er haut hier die ganze Zeit auf den Schädel von Kazarian, von Christopher Daniels ein. Und jetzt Hot Tag. Hot Tag und BAM! Christopher Daniels liegt und Kazarian ebenfalls. Und BAM! Jetzt liegt Christopher Daniels und Kazarian. Und das Cover hinterher nach dem Impaler DDT. 1, 2, 3! 3MB besiegt einfach die Bad Influence.
record books. The WWE Universe will be buzzing about this one for a while. Sie besiegen Alpha Bad Influence. 3MB besiegt. Ich komme nicht drauf klar. Und jetzt. Ja, und das gefällt Christopher Daniels gar nicht. Gar nicht. Oh oh, da. Ja, ja, mal sehen, wie es weitergehen wird. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach im Main Event wieder. Bis gleich. So, hallo Leute und willkommen zurück. Wir sind hier beim Main Event stehen geblieben und wir sehen hier Summer Rae, wie sie hier schon abdämpft. Wo war ich? Fandango kommt jetzt. Hier, Fandango. Fandango gegen Morris. Von mir aus hätte ich auch gerne ein Match Summer Rae gegen Morris gesehen. Wäre auch in Ordnung. Ja, aber egal. Mal sehen, wer hier gewinnen wird. Ob es Fandango ist oder ob es Morris ist. Fandango kommt hier zum Ring. Er läuft hier die Stage hinunter. Ja, ja. Dauert schon ein bisschen länger. Wie er hier zur Stage zum Ring kommt, ist er schon auf der Stage. Egal. Ich habe immer noch sehr wenig Zeit, aber ist auch egal. Ja, ja, Fandango gegen Morris. Und Fandango ist immer noch nicht fertig mit seinem Entrance. Und da ist das Feuerwerk eigentlich. So, kann ich jetzt eigentlich mal mit dem Match beginnen? Wäre das in Ordnung? Ach nee, Morris muss ja noch rauskommen. Nee. Oh! Und Marius greift ihn an! Marius greift Morris an! Und das ist dann die perfekte Vorlage für Fandango! Bulldog! Fandango hat jetzt einfach einen richtigen Vorteil. Enzo Giri. Und jetzt hier, Fandango geht hier einfach auf den Schädel von Morris. Ist schlau, muss man ja sagen. So, und jetzt Luthes Press von Morris. So, und jetzt wieder die Fast Press von Morris. Wird er Fandango Morris besiegen? Weil Morris ist ja schon jetzt angeschlagen. Und jetzt Fast Press wieder von Morris. Und jetzt erstmal ab in die Ecke, Konter von Morris. Morris, der legt hier erstmal los wie die Feuerwehr nach dem Angriff. So, und jetzt der DDT von Fandango. So, Dropkick, schön gemacht. Oh, natürlich ein Konter von Morris. Das war so klar. Und wieder ein Konter von Morris. Und jetzt Fandango! Bam! Da haut er ihn zu Boden und das Cover 1-2. Was? Er kickt da nochmal aus? Morris kickt da nochmal aus. Bei 2. Und jetzt. So, der DDT.
Und ja, er zornt sich hier. Clothesline. Die Clothesline und nein. Konter von Fandango, schön gemacht. Und jetzt zornt sich hier Fandango. So, der Referee hier wieder am Zählen von neu. Und der Neckbreaker. Und jetzt haut sie mal was erstmal Fandango von dem Bein. Konter von Fandango. Oh, Flapjack. Und jetzt. Und jetzt der STO. Der STO. Oh oh. Und jetzt Morris mit den DDT. So, jetzt. Ab in die Ecke. Oh, Angle Slam! Nein! Oh, Luther's Press. Den Luther's Press. Und jetzt Ex-Handle. Und jetzt haut er immer wieder drauf auf Fandango. So. Was macht... Tja, Luther's Press halt schon wieder. So, was macht Fandango jetzt? Fandango muss ja auch irgendwas zeigen gegen Morris. Zack. Haut er hier Morris drum. Und ein Neckbreaker. Und jetzt Fandango. Bam! Ja, der ging so mehr oder weniger daneben. Jetzt aber, nee, gekontert von Morris. Und jetzt... Bam, da haut er ihn auf die Matte. Inside to Suplex. Das Covent Air. 1, 2, 9. Und die Luther's Press. Und von dann geblutet. Und jetzt! Dirty Morris! Dirty Morris! Und jetzt kommen der 1, 2, 3 und Morris gewinnt. Morris zeigt, warum er Champion ist. Morris besiegt Fandango trotz hinterhältigen Angriff von Marius. Also Morris, er ist ein Fighting Champion und da zeigt Marius hier, ich werde mir den Titel zurückholen. Du kannst nichts dagegen tun und Morris sagt, komm her und ich würde einfach sagen, wir sind einfach am Freitag wieder. Ich würde einfach sagen, ciao Leute und haut rein.